Somatopsychische Erkrankungen sind im Gegensatz zu somatoformen Erkrankungen, die Körpersymptome zeigen, die aufgrund von seelischen Konflikten, die einem nicht bewusst sind, hervorgerufen werden. Erkrankungen, die die Folgen zeigen von schweren körperlichen Beeinträchtigungen. Also zum Beispiel nach einem Herzinfarkt schwere Angsterkrankung, nach einem Unfall Beeinträchtigung, weil vielleicht der Lebensplan nicht mehr derselbe ist und wo ich seelische Begleitung brauche, um wieder aus dieser Situation herauszukommen.